Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. So, hier haben wir ein paar Heiltränke und wir sind wieder in der Kolonie. So, den haben wir schon mal. So, kommst du? Also, vorher fand ich die irgendwie heftiger. So, gibt's hier noch wen? Oder irgendwas? Hatte Gorn nicht hier irgendwas versteckt gehabt? Meinte er da nicht was? So, komm. Die krieg ich jetzt auch platt. Ich krieg die alle jetzt platt. Ich bin der namenlose Held, beziehungsweise ich bin neu hier der Orkschlechter. So, Heilpflanze. Die können mir jetzt alle nichts mehr. So, aber hier gab es doch noch irgendwo. Gefüllter Leder. Ah, okay. Hier war es. Wo Diego nicht Gorn, glaube ich. War das Diego oder Gorn? Ich glaube Gorn. Nee, von Diego war das. Oder? Diegos Gold, das war Diegos Gold. Okay. Kommt er? Was macht er denn da oben? Ja, komm runter. Ich finde schön, dass die nicht mehr in der Lage sind, mich kaputt zu machen. Beziehungsweise nicht mehr so gut in der Lage sind. So, dich mach ich auch fertig, komm. So, nice. Alles einsammeln, was hier liegt. Wie werden die eigentlich darauf reagieren, dass, wenn ich denen sage... Hier, alle Orks sind erledigt. Boah, ich liebe das gerade, dass wir jetzt schon so stark sind. Gab es hier nicht noch eine Möglichkeit nach oben? Gab es hier nicht mal eine Leiter? Nee, ja. So, ein Trank. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. So, dann müsste da gleich ein Snapper kommen. Drachensnapper. So, hier ist die Zone frei. Hier gibt es nichts mehr von Orks. Dann nur noch der Snapper da unten. Der muss noch erledigt werden, dezimiert. Ausgeschaltet. So, ich speichere nochmal. Okay.
So. Was ist mit dem Paladin? Heiliges Licht. Nehmen wir mit. Paladin-Schwert. Lag hier nicht noch jemand? Hier. Untoter, sage ich schon. Aber nice, den haben wir auch erledigt. Apropos, wir haben jetzt wieder Dunkelpilze. Die will ich jetzt auch mal essen. Auch wenn die nur 5 Leben geben, aber wir fressen die alle. So. Und ein Butlerfleisch auch. Nein. Jetzt habe ich aus Versehen fallen lassen. So, nochmal speichern. Dann gehen wir runter. Ich will jetzt alles kaputt machen unten. Alle Gegner fertig. Ich werde das komplette Minental hier befreien von Orks und Bugs und Drachensnappern und was es sonst noch gibt. Weil auch noch so viele Erfahrungspunkte, Lernpunkte kriegen wir dafür. Alter, wir brauchen nicht mehr viel für die nächste. Ich weiß gar nicht, wohin damit mit den ganzen Lernpunkten jetzt. Außer bei Torloff hier für Stärke ausgeben. Aber das ist auch so teuer bei ihm momentan. War hier nicht noch jemand mal? Ich gucke erstmal, ob es hier noch irgendwo irgendwen gibt. Ich finde es aber schon heftig, wie grau das hier auch geworden ist. Da gibt's Snapper. Jede Menge. So, die sind keine Bedrohung mehr. Ich könnte aber auch zuerst die Orks hier alle ausschalten. Und die Wargs. So, hier haben wir einen Ring, Trank, Spruchrolle. So, wo habe ich jetzt einen Ork gehört? Da. So. Und da ist der nächste. Komm her. Seine Axt da. Ich glaube, wir hätten vielleicht früher mal nach Jakunda gehen sollen, zuerst irgendwie.
So Bolzen. Eine Armbrust. So, hier haben wir jetzt keine Orks mehr, glaube ich. Aber oben irgendwo definitiv. Ja, okay, dann egal, kommt ihr beide. Ey! Nein! Ah, verdammt, und ich habe hier das letzte Mal gespeichert. Ich hätte vielleicht unten noch mal ein bisschen speichern können. Egal, wir machen jetzt uns zuerst auf die Orkjagd. Dann auf Snapperjagd. Orks scheinen einfacher zu sein. Und haben wir viel, viel mehr. Und wir müssen wieder öfter speichern, sagen wir mal so, weil das war jetzt sehr viel Verlust. So, Brücke hier, dann müsste der erste Ork da sein. So. Da ist nichts zu holen. Okay, der hat nichts. Wir machen zuerst oben alle Orks weg. Und vielleicht auch noch den ganzen Kleinvieh, der noch da über dem Weg läuft. Das hier erinnere ich mich nicht. So, da haben wir schon ein paar Blutfliegen und noch ein Ork. Hey! So, hat der noch was? So, wieso sind die Viecher hier jetzt so laut? So, jetzt können wir aber noch mal speichern. Und da vorne die nächsten zwei Orks. Ja, komm. Okay, haben wir doch noch geschafft. Nein, nicht springen. Wieso springe ich? So, wie sieht's hier aus? So, warte mal, wie viel fehlt uns jetzt für die nächste Stufe? 100 Punkte. Speicher vielleicht mal. Ah ne, wir hätten erstmal was futtern sollen oder so.
So, haben wir noch. Wir haben so viel Blauflieder. Fressen wir das mal alles. Ich hoffe, in der Zeit werden wir nicht angegriffen. Ich finde es doof, dass man jetzt nicht sagen kann, ich will alles auf einmal essen. Und wenn hier doch nur ein Bett in der Nähe wäre. Alter, wie viel Blauflieder wir jetzt fressen. Ich hoffe, es gibt einen Bonus dafür, dass man Blauflieder frisst. Zumindest eine Lebensenergie oder Dingens, Mana wäre schön. Okay, ich habe alles Blauflieder jetzt gegessen. So. Alles an Heilpflanzen habe ich jetzt gegessen. Heilkraut. So. Gespeichert. Mal gucken, hier gibt es noch eine von denen, okay. Ich höre hier Vargs. Wahrscheinlich unten, ne? Was? Hier liegt ein Toter. Ein Ritter. Nicht zu plündern. Okay, warte mal. Wenn wir jetzt nochmal weitergehen. Hier unten rum. Gibt es definitiv noch einen Varg, den wir erledigt haben wollen. Perfekt. So, Spruchrolle. So, die Armbrust nehmen wir auch nochmal mit. Bolzen. Belia-Statue. Was macht die Belia-Statue nochmal? Wenn wir beten. Wir beten und spenden einen Mana. Wow. Ich glaube, den Mana kriege ich nicht mehr wieder. Den Mana kriege ich nicht zurück. So, aber da oben gab es noch ein paar Orks. Und noch ein paar Snapper. Speicher nochmal. Und dann mache ich mal. Genau den. So. Was habe ich hier? Heilpflanze, Heilkraut, Heilwurzel. So, nochmal speichern.
optimal. Okay, mehr gibt es hier drinnen nicht. Schade. Ich hatte mir jetzt ein bisschen mehr was erhofft. Okay, das sieht nicht so gut aus. Wenn die gleich zu dritt kommen. Okay, gegen einen. So, nehmen wir mit. So, was mit den beiden? Kriege ich die noch auf? Warte, ich speichere nochmal, bevor ich jetzt gegen beide nochmal verliere. Wo ist seine Axt? Da. So, das können wir auch speichern. Hier haben wir auch wieder alle Orks erledigt. So, dann heißt das eigentlich... Da oben nur noch die Snapper. In dem Bereich. Und dann hätten... Ne, warte, hier unten ist noch ein Wal. Alter! Alter, der... Der hat mich jetzt erschrocken, der von hinten. So. Den habe ich jetzt nicht erwartet, dass der von hinten nochmal ankommt. So. Gab es hier noch was? Genau, hier gab es noch einen Ring. Das habe ich jetzt nicht eingesammelt gehabt in diesem Durchlauf. Weil wir einmal gestorben waren. Ich hätte aber eine Idee, was vielleicht Sinn machen würde, damit wir nicht andauernd hier Tränke verbrauchen. 121 Tage sind wir ja schon dabei. Wir suchen uns einen Platz, wo ein Bett existiert. Ich glaube, da hinten gab es ein Bett oder irgendwie eine Schlafmöglichkeit. Oder wir kämpfen uns bis Kavalons Hütte durch. Gab es hier in der Höhle noch was? Nur hier in der Höhle gab es nichts. Aber wir suchen uns wirklich eine Stelle, wo wir schlafen können. Und kehren da immer wieder zurück. Um die Orks und so weiter hier kaputt zu hauen, wo wir auch speichern können und so weiter. Ich glaube, hier war die Stelle. Mit dem Bett. Ich hoffe, hier war ein Bett. Talbin Engrom. Ne, hier war nichts mehr. Hier auch nichts.
So, kurz überlegen. Eine Kavalonshütte aus würde am. Hier! Von hier aus würde es am meisten Sinn machen, wenn wir hier jedes Mal schlafen gehen. So, im Bett. So, du hast geschlafen, bist ausgeruht, Leben ist voll. So, Ritter. Markus, wie ist die Wie Lage? ist die Lage? Ich danke dir für die Unterstützung. Inos wird uns die Kraft geben, durchzuhalten. Ja, ich sehe zu auf jeden Fall, dass ich die Orks hier ausschalte. Ist jetzt nur die Frage, wo fangen wir an? Also in Richtung. Ich würde schon eigentlich in Richtung Burg die Orks ausschalten wollen. So, gab es hier noch was? Hier gab es sonst nichts mehr. Gab es hier noch was? Hier hat es ja zur Orkstadt. Warte mal, ich speichere einmal, bevor. Ich will einmal gucken, komme ich gegen die an? Ja, kam ich an, aber ich habe irgendwie mich blöd angestellt gerade beim Kämpfen. So, ich wundere mich, warum ich mich jetzt ganz blöd anstelle. So, Echsenschwert. Noch ein Da Echsenschwert. ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Okay, gegen Echsenmenschen kommen wir auch ran. Und warum sind hier diese Drohnen? Sumpfgasdrohne. Ja, Sumpfheil. Moment mal, wenn ich jetzt noch mal ganz kurz hier hingehe und auf die Map gucke, wo. Ist die Orkstadt eingestürzt? Oh, Sumpfkraut. Optimal. Perfekt. Ach, stimmt, die Orkstadt kann. Die ist sehr wahrscheinlich eingestürzt, weil der Schläfer vorher darunter irgendwie war. So, die Blutfliegen können auch gerne mal kommen. Nehme ich alles mit. Komm her. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Ich will das Sumpfgras. Und die Feuerwurzel. Da ist nichts zu holen.
So, das speichere ich nochmal. So, Echsenschwert. So, Leben ist fast leer. Das heißt, wir können einmal wieder zurückgehen zum Schlafen. Bis zum nächsten Morgen. Und dann machen wir hier den ganzen Weg frei. Ich finde es so besser, wenn wir die ganze Zeit hier wieder zurückgehen, schlafen, anstatt unser... Ja, die Ratte hat mich jetzt gerade irgendwie gewundert. Oder die Maus oder was auch immer, das Geräusch. Aber so sparen wir dann Ressourcen, wenn wir hier jedes Mal schlafen. Da sehe ich auch nochmal zwei Heilkräuter. Und ich finde es super, dass die Echsenmenschen jetzt doch nicht so schwer sind. Dann die Orks tatsächlich schwerer. So, aber ich würde sagen, wir machen auch hier jetzt dann in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.